Demokratie für mich bedeutet auch, dass wir eine differenzierte Diskussionskultur pflegen. Gerade in den sozialen Medien, aber auch in einem bestimmten nach rechts ausgeweiteten Parteienspektrum wird es sehr populistisch. Da werden sehr einfache Wahrheiten, sehr emotionalisierte Wahrheiten oder auch Halbwahrheiten dominant und ein rauer Ton im Umgang. Und ich glaube, dass wir zum Beispiel auch am Theater als demokratischer Institution es hinkriegen müssen und können, differenziert miteinander zu reden, so eine Streitkultur zu behalten oder vielleicht auch wieder zurückzuerobern, sich genau zuzuhören und verschiedene Meinungen gelten zu lassen und genau wahrzunehmen. Und das müssen wir immer wieder üben und einüben.